Ja, meine Damen und Herren, ich habe mir immer gewünscht und vorgenommen, meine staatspolitischen und parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen und sie eines Tages auch in Würde zu verlassen. Ich habe mal gesagt, ich wurde nicht als Kanzlerin geboren. Und das habe ich auch nie vergessen. Zugleich habe ich das sichere Gefühl, dass es heute an der Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Meine Art ist so, wie sie ist. Manche deuten es als Schwäche, dass man nicht polarisiert, aber ich empfinde es eher als Stärke. Ich bin als Politiker eher einer von denjenigen, die gerne sachlich sind. Was mich geprägt hat, ist dieses, es gibt auch mal Rückschläge. Man merkt auch, okay, das war jetzt nicht so gut, jetzt bist du schief gelandet. Aber dann muss ich beim nächsten Mal härter trainieren. Hallo. Ja. Bei Ihnen auch? Ja. Ja. Los. Ja, da kann ich bedenken. Das ist für mich normales Leben, dass man auch Dinge selbst erledigt, dass man einkaufen geht, dass man sich Essen holt. Mir macht das sogar Spaß, also dann auch Leute zu treffen, wieder eine Geschichte zu hören, die mir dann erzählt wird oder was in der Woche passiert ist. Also, wenn das hätte, gutes Gelingen. Genau, gutes Gelingen. In den Zeitungsladen zu gehen, das gehört auch dazu. So, morgen. Hallo. Wenn man Fußball selbst verfolgt, live, wenn die Spiele laufen, in den Konferenzschalten, da zu tippen, was könnte das Ergebnis sein, macht das Zuschauen noch mal spannender. Wenn Sie jetzt Bayern gegen Bremen tippen und tippen auf Bayern, ist die Quote relativ gering, weil das ist ja klar, dass es so ausgeht. Aber zu überlegen, welches Spiel könnte unentschieden sein, wo sich bis zur letzten Minute alles verändern kann, das finde ich spannend. Und deshalb tippe ich immer auf Unentschieden. Burgstedt ist erstmal der Ort, in dem ich geboren wurde, in dem ich groß geworden bin, in dem ich meine Jugend verbracht habe, wo meine Freunde sind. Es ist Heimat. Ja, bitte gut. Ich war eines von vier Kindern, der älteste von vier Söhnen. Das war eine, wahrscheinlich würde man heute sagen, auch behütete Kindheit. Ich bin quasi hineingewachsen in die Kirchengemeinde. Alle meine Freunde waren dort. Und für mich war immer eher klar, dass dieses christliche Menschenbild etwas war, was mich ganz besonders interessierte, was mich auch geprägt hat. Und insofern lag die CDU da nah. Und irgendwann bestand dann die Chance, das war 1994, relativ jung, mit 32 Jahren, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe die Themen Familienpolitik und ökologische Marktwirtschaft besetzt. Und ich denke, dass das halt viele überzeugt hat hier in Aachen. 1998 habe ich dann das erlebt, was auch zum Politikerleben gehört. Es kam zur Abwahl von Helmut Kohl mit einem Erdrutschverlust. Und damit ging der Wahlkreis, den ich 1994 gewonnen habe, mit verloren. Und ich hatte dann die Möglichkeit, was auch zu dem europäischen Engagement passte, ins Europäische Parlament zu wechseln.
Wir sind ein Einwanderungsland. Anders könnte man ja nicht integrieren, wenn keine Einwanderer da wären. Das hat man Jahre verdrängt. Alle Parteien, die Union vielleicht noch etwas länger. Die CDU-Basis in Nordrhein-Westfalen hat entschieden, Norbert Röttgen soll die Partei als Landesvorsitzender zurück an die Macht bringen. Ich glaube, zum Leben gehören auch Niederlagen. Menschen, die von der Schule an bis zur Rente immer nur Erfolge hatten und wo immer nur alles glatt geht, kennen nicht die Vielfalt des Lebens. Und deshalb haben mich die Rückschläge immer eher gestärkt. Der Jubel war groß bei der CDU. In Nordrhein-Westfalen wird es nach den Landtagswahlen einen neuen Ministerpräsidenten geben. Es gab ja auch damals schon diese Attribute, mit denen Sie beschrieben wurden. Sie sind zu nett, Sie polarisieren zu wenig. Das ist ja ein Image, das Sie bis heute verfolgt. Ja, aber Images hängen einem immer andere an. Manche deuten es als Schwäche, dass man nicht polarisiert, aber ich empfinde es eher als Stärke. Auf Armin Laschet entfallen 521 Stimmen und auf Friedrich Merz 466 Stimmen. Damit ist Armin Laschet gewählt. Woran liegt das, dass man sie unterschätzt? Das weiß ich nicht. Ich habe mich nie unterschätzt. Das Rudern vermittelt Freiheit. Es ist auch eine ganz andere Sicht auf die Landschaft und die Umgebung. Das gilt in Hamburg genauso wie an anderen Stellen, weil es doch eine Sicht auf die Stadt in diesem Fall ermöglicht, die man nicht hat, wenn man am Ufer steht. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, bin da groß geworden, ich kenne mich dort gut aus. Ich mag das Wasser, die Elbe, die Alster. Und die ganze Stadt. Bei uns zu Hause ist viel diskutiert worden. Und deshalb habe ich mich auch früh für Politik interessiert und mich dann doch sehr früh als 17-Jähriger entschieden, in die SPD einzutreten. Was bedeutet das, wenn wir hier Waffen stationieren mit Vorwarnzeiten von 10 Minuten? Das bedeutet, dass ein sowjetischer Computerfehler, wie ihn in den USA schon häufig gegeben hat, bei der... Ich war ganz bestimmt das, was man einen linken Sozialdemokraten nennen kann. Und ich war es auch mit ganzem Herzen. Egon Krenz, Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED, führte heute in Berlin ein Gespräch mit einer Delegation des Bundesvorstandes der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten in der SPD. Mir war aber ganz wichtig, dass ich nach der Zeit in der Jugendorganisation eine Phase hatte, in der ich gar kein politisches Amt hatte. Auch mit den Erfahrungen, die ich dann als junger Anwalt gewonnen habe. Und 1998 kam ich eben als knapp 40-Jähriger in den Deutschen Bundestag mit ganz vielen Lebenserfahrungen und Einsichten und vielem anderen, was mich dann ausgemacht hat. Heute Abend saß ein Mann bei den Koalitionsverhandlungen mit am Tisch, der seit heute einen neuen Job hat. War jetzt nicht die schönste Zeit meiner politischen Laufbahn. Deutschland wie auch viele andere Länder waren in einer ganz furchtbaren Situation. Wir hatten eine immer größer werdende Massenarbeitslosigkeit, die sogar die Grenze von 5 Millionen überstiegen hatte. Und irgendwie gab es überall das Gefühl, damit dürfen wir uns nicht abfinden. Wir müssen irgendwas tun. Wir müssen die sozialen Sicherungssysteme stabilisieren. Das ist schwierig, das weiß jeder. Und das muss jetzt und schnell gemacht werden. Und darum geht es in der Reformagenda 2010. Es ist auch tatsächlich so, dass ich überzeugt bin, dass die Mitglieder der SPD wissen, dass das der richtige Weg ist, den wir gehen müssen. Die SPD hat ja schon Schaden genommen durch diese Agenda, ne? Wir haben, glaube ich, die richtigen Schlussfolgerungen gezogen.
Hamburg hat wieder einen Minister im Bundeskabinett. Am Nachmittag präsentierte er sich in Berlin gemeinsam mit Müntefering der Bundestagsfraktion. Es hat viele Dinge gegeben, für die ich mich eingesetzt habe als Bundesarbeitsminister. Der Beginn der Durchsetzung von Mindestlöhnen in Deutschland mit den Branchenmindestlöhnen. Und als die große Finanzkrise ausbrach nach dem Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers in den USA, die Entscheidung, das erste Mal Kurzarbeitunterstützung als Mittel der Krisenbekämpfung in Deutschland einzusetzen. Das Superwahljahr ist eröffnet und es hat seinen ersten Star, Super Olaf. Und er wird schon begrüßt als erster Bürgermeister der Stadt. Ich gebe zu, als ich die ersten Umfragen gehört hatte, bin ich erst mal in einen Nebenraum gegangen, um mich alleine darüber zu freuen. Bürgermeister in Hamburg ist ein wunderschönes Amt, das ich gerne ausgefüllt habe. Aber die Verantwortung hat gerufen. Und alle wollten, dass ich das mache. Ich rufe zunächst auf Herrn Bundesminister der Finanzen, Olaf Scholz. Darum habe ich es auch gemacht. Als ich hier gearbeitet hatte, war es noch kein Café. Ja, und da ging es komplett anders. Ich glaube, es war auch nur, die haben ja ein Gebäudeteil noch dazu gekauft. Vorher noch bei Kaffee Käse oder Bäckerei Käse war doch davor. Ganz früher. Das war ganz früher. Ich habe für Kahlenberger Backstube angefangen. Ja, ich würde jetzt mal für unseren ganzen. Wir waren meine Familie mit zwei Schwestern und dann noch meine Tante, mein Onkel und deren beiden Töchter haben ein altes Haus gekauft, das jahrelang renoviert und mir wird eigentlich immer noch ein bisschen warm ums Herz, weil das einfach auch eine schöne Kindheit war. Dann wünsche ich einen schönen Tag. Dankeschön. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Eine Menge Adrenalin, so ein Wahlkampf braucht viel. Ne? So ein Wahlkampf braucht viel und jetzt noch die Kuchen. Ich bin aufgewachsen 25 Kilometer südlich von Hannover auf einem Dorf, ja, was so mittelgroß war, eine schöne Grundschule hatte. Im Nachbarort gab es zufälligerweise einen Trampolinverein und dann habe ich ja, so mit gut 6 Jahren ungefähr mit Trampolinspringen angefangen. Am Anfang halt so ein bisschen rumhüpfen und dann immer mehr als Leistungssport betrieben, 3 bis 5 Mal die Woche trainiert. Was mich geprägt hat, ist dieses, es gibt auch mal Rückschläge. Man merkt auch, okay, das war jetzt nicht so gut, jetzt bist du schief gelandet. Aber dann muss ich beim nächsten Mal härter trainieren, besser trainieren, um es besser zu machen. Gegen Ausländerfeindlichkeit und fremden Hass gingen in Norddeutschland erneut Hunderttausende auf die Straße. Da waren ja die furchtbaren Anschläge deutschlandweit auf Flüchtlingsunterkünfte, wo Menschen, wo Kinder gestorben sind. Und das ist was mir als Jugendliche damals total unter die Haut gegangen ist. Ich habe immer noch so die Bilder Hannover, diese Lichterketten und dieses Gefühl, so viele Menschen stehen auf und damals Bundeskanzler Helmut Kohl ist ja im wahrsten Sinne des Wortes sitzen geblieben und auch als Jugendliche schon dieses Gefühl, das kann doch nicht wahr sein. Die Grünen waren immer eine Partei, wo man dann als Jugendliche auch gedacht hat, Mensch, die würde ich mal wählen. Deswegen habe ich auch ein Praktikum bei einer Europaabgeordneten, bei einer Grünen dann gemacht. Und so bin ich dann zu den Brandenburger Grünen gekommen und habe mich da dann Schritt für Schritt immer weiter engagiert. Wir Grünen werden dafür kämpfen, dass es zu einer diskriminierungsfreien Gesellschaft nicht noch weiterer 60 Jahre bedarf. Als ich angefangen habe, aktiv zu werden, war das alles rein ehrenamtlich, auch als Landesvorsitzende. Was ist neu an diesen alten Themen, raus aus der Braunkohle und mehr in die erneuerbaren Energien? Man muss auch nicht jedes Mal einen neuen Hut plötzlich hervorzaubern, bloß weil man jetzt Rückenwind hat, sondern das ist ja gerade das, was uns so glaubwürdig macht. Ich bin 2013 in den Bundestag gekommen und der Wahlkampf war stark auch davon geprägt, über die Energiepolitik zu sprechen. Und wenn ich jetzt noch mal so zurückschaue, war die Frage immer so, können wir uns Klimaschutz überhaupt leisten? Jetzt 8 Jahre später wissen wir, durch die furchtbare Flutkatastrophe, die wir gerade jetzt auch hier in Deutschland hatten, dass kein Klimaschutz uns wirklich teuer zu stehen kommt. Thank you.
nicht alle Wege auswendig. Also manche kennt man, aber gerade die unterirdischen Tunnelverbindungen, die es hier so gibt, also da verirrt man sich doch das ein und andere Mal noch. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Müssen wir sagen, ob das gerade Deutsch. Annalena, bitte. Liebe Freundinnen und Freunde, da war gerade auch für einige Jüngere in meiner Partei, auch jüngere Frauen so klar, es braucht auch einen Generationenwechsel. Es sollte doch eine jüngere Frau auch antreten und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es. Die Klimakrise ist die größte Bedrohung unseres Planeten, liebe Freundinnen und Freunde. Und da kann die GroKo noch tausendmal die Klimaziele für unverbindlich erklären. Die Arktis schmilzt sehr verbindlich, liebe Union und liebe SPD. Und dass ein Parteitag damals dann gesagt hat, ja, wir wollen diesen neuen Schritt wagen als Partei, auch mit Blick auf eine neue Generation und vor allen Dingen mit einer Doppelspitze. Das war einfach ein schöner Moment, wo man so in der Halle gespürt hat, die ganze Partei sagt, okay, lass uns unser nächstes Kapitel als Partei aufschlagen, ins nächste Jahrzehnt eintreten. Wir hatten uns alle miteinander ja schon 100-mal geschworen, dass wir nicht permanent auf die Umfragen gucken. Aber natürlich guckt jeder und auch ich bin ja nicht völlig frei davon. Also ich nehme die auch zur Kenntnis. Wer hätte denn die besseren Chancen als Kanzlerkandidat bei der Union? Schon lange liegt CDU-Chef Armin Laschet in den Umfragen deutlich hinter CSU-Chef Markus Söder. Vorhang auf für den direkten Showdown vor der Bundestagsfraktion, in der CDU-Chef Laschet eigentlich mehr Fans haben müsste als CSU-Chef Söder. Aber so betont zuversichtlich Laschet diese Bühne auch betreten haben mag, es gab eine Menge Zwischenrufe. Aber es gibt auch Momente, wo man so etwas austragen muss, mit offenen Argumenten. Das ist in der Fraktionssitzung passiert. Angenehm ist es nicht, aber es gehört mit dazu. Markus Söder hat zwar heute angekündigt, nicht mehr zu schießen und sich dem Willen des CDU-Vorstands zu beugen, doch wird er das auch tun? Und mir war in dieser Sitzung dann wichtig, dass alle zu Wort kommen. Auch die, die kritische Stimmen haben. Diese Stimme artikulieren und aussprechen. Das Ergebnis am Ende hat mir dann die Rückendeckung gegeben, die man auch in einem solchen Wahlkampf braucht. In der Nacht habe ich, glaube ich, noch, bin gar nicht ganz sicher, aber ich glaube noch mit Markus Söder telefoniert. Und er hat ja am nächsten Tag dann auch das Ergebnis anerkannt. Ich bedanke mich sehr bei Arbeitsgemeinschaften, gerade bei den Jungen, bei den Modernen, bei denen, die auf Zukunft aus waren, für ihre wirklich überragende Unterstützung. In meinem Lebenslauf glaube ich, dass ich für viele moderne Themen gestanden habe. Und auch in diesem Wahlkampf jetzt mit der Idee eines Modernisierungsjahrzehnts eine Menge der Modernen auch auf meiner Seite habe. Nur noch gut 5 Monate bis zur Bundestagswahl und eine Union, die Laschet jetzt erstmal geschlossen hinter sich bringen muss. Hallo, ich grüße Sie auch, Herr Laschet. Hallo, Tag zusammen. Hallo. Hallo. Man wusste, dass in manchen Kreisverbänden oder Landesverbänden ein anderer Kandidat der Favorit war. Und ich wollte dann unmittelbar mit denen, die ja unseren Wahlkampf tragen, sprechen. Und das war eine dieser Schalten. Guten Tag aus der Lüneburger Heide. Und zwar sind wir hier auch damals sehr stark Merz-Wahlkreis gewesen. Und jetzt in der K-Frage hätte sich auch wiederum jeder hier Markus Söder vorstellen können. Wir akzeptieren das als gute Demokraten selbstverständlich. Aber mein Appell an Sie, Herr Laschet, ist jetzt, ich brauche Sie hier. Ja, vielen Dank, lieber Carsten Bütinghaus. Das kann ich heute nicht abschließend zusagen. Wir haben 299 Wahlkreise. Viele haben gerade in diesen Schaltkonferenzen dann auch gesagt, okay, wir wären vielleicht für einen anderen Kandidaten gewesen, aber wir helfen jetzt mit. Wir haben euch beide wertgeschätzt. Und wenn du jetzt gewonnen hast, hast du alle Unterstützung. Schönen Tag. Wir wählen hier heute nicht nur die Frau an Roberts Seite, sondern die neue Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen.
vor der Wahl als Parteivorsitzende ist viel auch medial immer darum gekreist, welcher Mann wird's denn? Und dann gucken wir mal, welche Frau es wird. Und deswegen habe ich bei meiner Kandidatur auch so deutlich gemacht, nee, wir haben hier bei uns Grünen die Quote, weil wir wirklich Gleichberechtigung leben. Und das bedeutet dann nicht, erstmal gucken wir nach dem Mann und dann gucken wir nach der Frau, sondern wir wählen zwei Persönlichkeiten, die unsere Partei in die Zukunft führen. Seit er mit Annalena Baerbock die Grünen führt, geht es steil bergauf. Umfragewerte um 20% und der Parteichef ein in den Medien gefeierter Politstar. Wie sehr nervt es Sie, dass dann nur Robert Habeck ständig gefragt wird, ob er Kanzler werden könnte? Oder ob er noch bei Twitter ist, ja. Zum Beispiel. Ja. Hat Sie das auch genervt, eben, dass ich Sie nach Robert Habeck frage? Ja. Naja, deswegen habe ich so einen Halbsatz gesagt, wenn Sie mit Robert Habeck reden wollen, dann laden Sie doch Robert Habeck ein. Den Unterton habe ich schon gehört. Am Samstag stellen sich Baerbock und Habeck nun auf der Bundesdelegiertenkonferenz in Bielefeld erstmals zur Wiederwahl. Möglicherweise könnte die Abstimmung einen ersten Hinweis darauf geben, wer von den beiden als Kanzlerkandidatin im nächsten Bundestagswahlkampf antritt. An diesem Wochenende in Bielefeld blühte Annalena Baerbock regelrecht auf. 97,1% der Stimmen. Robert Habeck bekam 90,4. So, guten Tag und guten Morgen zu einem in der Tat besonderen Tag in der grünen Geschichte. Bei solchen Entscheidungen, wo zwischen zwei Personen ausgewählt wird und am Ende kann es nur einer sein, das ist natürlich kein einfacher Moment. Und da ist es natürlich so, dass man abwägt und dass es keine einfache Entscheidung ist. Aber wir haben sie gemeinsam miteinander getroffen. Und so ist es heute der Moment zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird. Wir wollten unser Vertrauensverhältnis und die Stärke, die wir haben, in unserem Zusammenspiel erhalten und haben das deswegen vertrauensvoll gemacht. Und so wie wir da gesagt haben, wir berichten darüber nicht in der Öffentlichkeit, tun wir das auch nicht rückblickend. Da lag auch eine gewisse Spannung, auch bei mir persönlich mit drauf, weil das natürlich der Start in den Wahlkampf war und da nochmal auf mich auch als Person besonders geschaut wurde. Baerbock fährt seit April Achterbahn. Erst Höhenrausch, dann der Absturz. Ursache dafür ist unter anderem ein aufgehübschter Lebenslauf. Baerbock hat sich angreifbar gemacht. Diejenigen, die ihr von vornherein das Kanzleramt nicht zutrauten, fühlen sich bestätigt. Gerade nach dem Gegenwind der letzten Wochen, wo vor allen Dingen ich Fehler gemacht habe, über die ich mich tierisch geärgert habe, und da eure volle Solidarität zu spüren, das hat Kraft gegeben und volle Power, und dafür herzlichen Dank. Das Wichtige ist, dass man Fehler korrigiert, dazu steht, sagt, beim nächsten Mal machen wir es besser, aber dann eben auch sich den Zukunftsaufgaben wieder zuwendet, weil dieses Land braucht Veränderung. Wer wird neuer Chef, neue Chefin bei der SPD? Scholz soll der Interims-SPD-Spitze gesagt haben, ich mache es, wenn ihr es wollt. Ich fand nicht, dass ich als Vorsitzender hätte kandidieren sollen. Da war ich mir am Anfang der Debatte sehr sicher. Als ich aber gemerkt habe, dass schlecht über die SPD geredet wird, weil sich niemand, der ein hohes Amt hat, getraut hat, in den Ring zu steigen oder bereit war, in den Ring zu steigen, habe ich gedacht, das geht nun auch nicht. Dieser Vorabend des ersten Advents wird in die Geschichte eingehen. In die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie und vielleicht darüber hinaus. Die Mitglieder der SPD haben Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an die Spitze der Partei gewählt. Das war das Risiko, dass auch ich eingegangen bin. Und ich habe kandidiert im Wissen darum, dass das ein mögliches Ergebnis sein könnte. Saskia Esken und ich haben dem Parteivorstand der SPD heute vorgeschlagen,
mit Olaf Scholz als Bundeskanzlerkandidat in die Wahlauseinandersetzung des Jahres 2021 zu gehen. Wir wissen auch, dass diese Entscheidung für viele in der Partei, vielleicht auch außerhalb der Partei, eine ungewöhnliche Wendung darstellt. Wir haben das auch sehr frühzeitig besprochen und dann noch lange geheim gehalten, was in der SPD gar nicht so oft gelingt. Und insofern ist das auch ein sehr gutes Zeichen gewesen, dass wir wochenlang wussten, was wir tun werden, aber es für uns behalten haben. Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen. In den besten Zeiten war die SPD dann stark, wenn die politischen Anführerinnen und Anführer zusammengehalten haben, auch wenn sie nicht in allen Punkten einer Meinung waren. Das galt schon für Brandt, Schmidt und Wehner. Am Wochenende ist SPD-Parteitag in Berlin. Wer kann Kanzler? Klar, Olaf kann Kanzler, sagt er selber natürlich. Ich finde das richtig, dass man sich für öffentliche Ämter bewirbt, wenn man sie sich zutraut. Das tue ich. Allerdings, auf dem Weg ins Kanzleramt könnten die Leute möglicherweise im Wahlkampf einschlafen, denn dieser Olaf Scholz ist eben kein Menschenfischer. Die SPD schwächelt. Laut ARD Deutschland-Trend käme nur noch auf 14%. Die Zeiten haben sich komplett geändert. Man kann mit einem ganz ordentlichen Ergebnis oberhalb von 20% Regierungschef in Deutschland werden. Ich bewerbe mich für das Amt des Bundeskanzlers, weil ich überzeugt bin, ich kann das. Ich bin sicher, viele wollen gerne, dass ich die nächste Regierung führe. Und ich muss und werde Ihnen sagen, das gelingt nicht über Umwege, sondern durch ein Kreuz bei der SPD. Oft ist es so in der Politik, dass Sie durch eine längere Strecke gehen müssen, in denen noch gar nicht klar ist, kann man das Problem jetzt lösen, kann man es nicht lösen? Und dann wird sich erst nach einer relativ langen Zeit herausstellen, ist das so gelungen, wie ich es mir gedacht habe, oder ist es nicht gelungen? Eine solche Pandemie hat Deutschland in der Wucht noch nie erfasst. Es gibt keine Lehrbücher, wo Sie sehen können, wie müssen wir denn jetzt entscheiden. Sie müssen Tag für Tag Entscheidungen fällen, die tief in Grundrechte von Menschen eingreifen. So tief wie noch nie seit 70 Jahren. Und da ist es sehr wichtig abzuwägen, Gesundheitsschutz ganz nach vorne stellen, aber auch wissen, welche Konsequenz eine Entscheidung hat. Die Infektionszahlen werden weiter steigen. Die Belastungen für jeden Einzelnen werden weiter zunehmen. Die Einschränkungen werden andauern. Die Bereitschaft zum Verzicht braucht auch eine Aussicht auf Normalisierung. Mir war es immer wichtig, wenn Infektionszahlen sinken, müssen wir Grundrechtseingriffe auch zurücknehmen. Über Öffnungsdiskussionsorgien soll Angela Merkel heute Morgen im CDU-Präsidium geschimpft haben. Es schwang ja immer der Vorwurf mit, der Laschet, der lockert zu schnell, er geht zu leichtfertig mit der Krise um. Ja, die Zahlen sagen etwas anderes. Als Nordrhein-Westfalen und dann noch andere Länder geöffnet haben, gingen trotzdem die Inzidenzen bis zum Sommer immer weiter runter. Also verstößt Armin Laschet gegen den Beschluss, den er mit Ihnen gefasst hat? Es gibt mehrere Bundesländer, die eine sehr weite Interpretation haben und das erfüllt mich nicht mit Freude. Also ja, er verstößt dagegen. Ja, aber er ist nicht der Einzige. In einer solchen Krise muss es auch zwischen einem CDU-Chef und einer Kanzlerin mal einen unterschiedlichen Akzent in einem kleinen Detail geben. Unbedingt, aber Punkt. Nicht abends vor 5 ja, Millionen das Leuten, ist aber, ich war nicht am Sonntagabend zur besten Sendezeit. Ja. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir einen Brücken-Lockdown. Sie wirkten damals in dieser Phase sehr unter Druck. Manche sagten, Sie fahren einen Zickzack-Kurs.
Ich habe das nicht so empfunden. Ich bin froh, dass es diese Möglichkeit des Gesprächs miteinander gibt. Und wir sollten als Hamburgerinnen und Hamburger stolz sein, dass wir ein Ort für diese Gespräche sein können. Und ich sage ausdrücklich, ich vertraue der Polizei. Das sind gute Leute, die werden das im Griff behalten. Meine Hoffnung war, auch meine Einschätzung, dass es besser gelingen würde, die Gewaltbereitschaft einiger, die sogar angereist sind, um gewalttätig zu sein, zu verhindern und zu begrenzen und sie daran zu hindern, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Sie dann in der Elbphilharmonie die Nachricht bekamen, dass die Situation eskaliert. Was haben Sie da gedacht? Es war für mich bedrückend und natürlich habe ich mich dann auch sehr schnell zur Polizei begeben und mich bei denen über ihren Einsatz und ihr Einsatzkonzept informiert. Dafür, dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung. Warum musste das in meiner geliebten Heimatstadt passieren? Das wird mich bestimmt auch noch mit 80 umtreiben, diese Frage. Eine gute Antwort wird es wahrscheinlich nicht geben, aber es berührt mich. Uns und mir persönlich war auch immer klar, dass Umfragen natürlich gerade zu Beginn eines Wahlkampfs wahnsinnig volatil sind. Und dann hat es auch Phasen gegeben, wo ich Fehler gemacht habe, wo wir als Partei nicht alles richtig gemacht haben, worüber ich mich natürlich selber auch total geärgert habe. Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar gewonnen. Die Wahl gestern hat ganz klar gezeigt, wie schnell so ein Aufbruchsgefühl eben auch verpuffen kann. Vor allen Dingen, wenn dann auch noch Fehler dazukommen, wie bei Annalena Baerbocks nachgemeldeten Einkünften vor ein paar Tagen und jetzt ganz zuletzt Korrekturen, die sie in ihrem Lebenslauf hat vornehmen lassen. Warum waren Sie da nicht besser vorbereitet? Wenn man als Partei zum ersten Mal eine Kanzlerkandidatin aufstellt, dann ist es natürlich so, dass wenn man Dinge beim ersten Mal macht, dass man nicht alles schon komplett zu 100% auf dem Zettel hat. Und das Wichtige ist für mich, nicht zu sagen, wir machen keine Fehler, weil dann hat man Scheuklappen und traut sich gar nichts Neues, sondern dass man Fehler nicht zweimal macht. 17:15 an, anderthalb Stunden, dann noch mal Zeit. Dein Interview wird voraussichtlich Barbara Schöneberger führen. Gegen die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, gibt es Plagiatsvorwürfe. Es geht um ihr Buch Jetzt, wie wir unser Land erneuern. Rückblickend und selbstkritisch muss ich sagen, dass ich bei diesen Beschreibungen von öffentlichen Ereignissen dann hätte aber die Quellen entsprechend auch immer angeben müssen, was mich im Nachhinein wirklich sehr, sehr ärgert, dass ich das nicht gemacht habe. Der Eindruck, der bei manchen bleibt, ist, sie wollten sich größer machen, als sie sind. Für meine Kandidatur war es mir vor allen Dingen immer wieder wichtig, deutlich zu machen, was möchte ich verändern in diesem Land. Und ich ärgere mich, dass es da Verunsicherung gegeben hat, weil es an manchen Stellen nicht ganz so präzise war. Aber ich möchte in Zukunft weiter genau diese Haltung beibehalten, Politik für und mit die Menschen zu machen und nicht im Elfenbeinturm alleine aus Berlin-Mitte heraus. Eingeholt von der eigenen Vergangenheit. Olaf Scholz heute vor dem Untersuchungsausschuss der hamburgischen Bürgerschaft. Es ging um die in die Cum-Ex-Affäre verwickelte Warburg Bank. Hat Olaf Scholz beeinflusst, dass die Stadt Hamburg eine mögliche Steuernachforderung von rund 47 Millionen Euro verjähren ließ? Es hat keinen Einfluss der Politik auf Entscheidungen der Finanzverwaltung gegeben. Sie haben sich aber mehrfach mit dem Banker getroffen und diese Treffen erst peu à peu zugegeben. Warum? Wir haben uns, nachdem die Fragen gekommen waren, irgendwann mit dem Kalender beschäftigt und versucht, das zu identifizieren, weil letztendlich der natürlich eine bessere Erinnerung hat als man selbst. Aber Sie hätten natürlich, nachdem das erste Treffen rausgekommen ist, direkt auch
die anderen Treffen im Kalender finden können. Es ist so, dass erst die Situation, dass da viele Fragen aufgekommen sind, es möglich gemacht hat, einmal alles genau anzuschauen, was heute noch ansehbar ist. Wirecard-Aktie stürzt ab. Der DAX-Konzern Wirecard versinkt regelrecht. Der Zahlungsdienstleister Wirecard stürzt an der Börse. FDP und Linke fordern jetzt einen Untersuchungsausschuss. Es soll nicht nur darum gehen, wann Olaf Scholz von welchen Versäumnissen der Finanzaufsicht wusste, sondern auch, ob er das ganze Kontrollsystem hätte ändern können. Bundesfinanzminister Scholz hat jegliche Mitschuld am Wirecard-Skandal von sich gewiesen. Warum ist es so schwer zu sagen, das ist meine Behörde, die hat Fehler gemacht? Dann trage ich dafür auch die politische Verantwortung. Aus meiner Sicht ist es ganz zentral, dass man, wenn ein großes Problem auftritt, dieses Problem löst, sich davon nicht drückt und das ganz beherzt angeht. Genau das habe ich immer so gemacht, auch in diesem Fall. Ich weiß nicht, wie Ihre Definition von Wahlkampf ist. Meine besteht darin, dass wir verstärkt und mit speziellen Formaten den Menschen das nahebringen, was wir uns als Parteien für die Zukunft überlegt haben. Veränderung bedeutet, alle Menschen in unserem Land mitzunehmen, weil alle Menschen hier gemeinsam leben. Und wenn ich Klimaschutz mache, dann muss dieser Klimaschutz funktionieren für die Pendlerin im ländlichen Raum, die nachts zur Arbeit fahren muss mit dem Auto. Genauso muss dieser Klimaschutz funktionieren für Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeiter, die auch in Zukunft noch in Deutschland arbeiten wollen. Was mir da wichtig ist, den Menschen nichts vorzumachen, sondern gemeinsam darüber zu sprechen, wie können wir eure Arbeitsplätze schützen und sichern. Irgendwann reicht es. Die Leute brauchen, die wollen sich weiterentwickeln und die brauchen eine Perspektive. Die Zukunftsängste sind sehr groß. Das wollte ich mal gesagt haben. Ja, vielen Dank, jetzt lieber Herr Wissweg, dass wir keine Rückkopplung haben, auch für die deutlichen Worte, weil genau diesen Druck, den braucht es jetzt auf die Politik. Es reicht nicht zu versprechen, irgendwann werden wir klimaneutral, sondern genau wie Sie sagen, Sie müssen die Sicherheit haben, dass Sie im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, im dritten, im vierten, im fünften Jahr weiterhin Ihren Lohn bekommen. So eng waren CDU und CSU noch nie zusammen wie bei dieser Bundestagswahl. Es gab in früheren Jahrzehnten häufig Konflikte zwischen CDU und CSU. Bei dieser Wahl sind unsere programmatischen Vorstellungen auch der Modernisierung des Landes sehr eng beieinander. Entscheidend ist, es ist ein gemeinsames Programm, es ist eine gemeinsame Philosophie und es ist auch so, das darf, kann ich glaube ich sagen, dass zwischen uns die Welt heil ist. Aber Herr Söder tut seit Wochen ja nichts anderes, als immer wieder zu sticheln. Das sehe ich nicht so. Es ist ganz wichtig, dass wir in den nächsten Wochen dokumentieren, dass es nicht nur darum geht, sich mit Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren. Ich glaube, ich bin der Antreiber. Und ich habe vorgestern noch mit Armin Laschet lang telefoniert. Und wir sind uns einig, wir brauchen einfach mehr Tempo und Power. Brauchen Sie einen Antreiber? Nein. Warum sagt er das dann? Das weiß ich nicht. Ist das nett? Bei uns gibt es eine Menge, auch ich selbst, die glauben, dass wir die Modernisierung antreiben. Und insofern brauchen wir da niemanden, der uns antreibt. Eigentlich hat der SPD-Kanzlerkandidat mit Wintersport relativ wenig zu tun. Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz kommt ja gebürtig aus Niedersachsen. Heute allerdings hat es ihn direkt in unsere Hochburg Oberhof verschlagen. Er will Kanzler werden und seine SPD aus dem Tief holen. Olaf Scholz heute auf Tour in Thüringen. Es ist Bewegung. Die Zahlen entwickeln sich Stück für Stück in die richtige Richtung. Und das
ist eine gute Ausgangslage für das, was jetzt kommt. Du aber nicht. Du ziehst da durch. Sehr gut. Ich war in Stuttgart und habe dann die ersten Meldungen gehört über das, was sich ereignete. Und mir war immer klar, in einer solchen Sekunde muss ein Ministerpräsident da sein, wo sich die Katastrophe ereignet. Eine Regierung muss vor Ort sein, das ist meine feste Überzeugung, und sich einen Eindruck machen. Ich bin da hingefahren als Vertreter der Regierung. Als Finanzminister, als Vizekanzler. Und das ist das, was den Bürgerinnen und Bürgern auch zusteht. Zuzuhören, auch mal zu trösten. Das funktioniert für mich am besten, wenn nicht Kameras auf eingerichtet sind. Deswegen habe ich sehr bewusst entschieden, in dieser akuten Notsituation, dass ich vor Ort mit den Menschen spreche, mit den vielen Helferinnen und Helfern und eben das ohne Pressebegleitung tue. Auch Bundespräsident Steinmeier besuchte die Stadt. Während der Bundespräsident spricht, ist im Hintergrund zu sehen, wie Armin Laschet ausgelassen lacht. Diese wenigen Sekunden tun mir leid einfach. Ich bedauere das, das sollte nicht passieren, aber es entspricht nicht dem, was ich den Tag über gemacht habe und die Tage danach erlebt habe. Und wie kam es dazu, dass Sie da hinten? Ich will das nicht weiter interpretieren. Es war unpassend, es sollte nicht sein und ich habe es bedauert und kann es nicht ungeschehen machen. Es passte nicht in diesen Moment. Ich bin chronisch erkrankt, ich habe COPD, ich habe Diabetes. Wurde alles nicht gemanagt. Entschuldigung, aber ich könnte wieder heulen. Ich verstehe erstmal die Menschen, die so reagieren. Sie haben bei diesen Besuchen ganz unterschiedliche Erfahrungen. Die einen sagen, gut, dass sie kommen. Und andere sagen dann, die Warnung kam zu spät, dies war falsch, jenes war falsch. Ich finde trotzdem, ein Politiker muss hingehen und sich das anhören. Die Menschen interessiert auch nicht Bund, Länder, Kommunen. Sie wollen einfach, dass geholfen wird. Und das ist das, was mich jetzt in diesen Tagen mit Tag und Nacht beschäftigt. 2021, habe ich ja gesagt, ist der Abschluss meiner politischen Arbeit. Ich halte mich definitiv sowieso mit den Hinweisen auf meine Nachfolgerinnen oder Nachfolger sehr zurück. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit von Angela Merkel und auch ihrer Art von Amtsführung, nämlich bei all den wichtigen Entscheidungen immer Mensch zu bleiben. Und das gilt es für mich vorzuführen. Ich habe von ihr gelernt, dass es in diesen Krisensituationen wichtig ist, sehr sachorientiert, aus dem Moment heraus reagierend, das Land zusammenhalten und durch die Krise führen. Sie weiß, dass man nicht allein auf der Welt ist, sondern mit anderen verhandeln muss. Auch und gerade dann, wenn man selbst eine klare Vorstellung hat. Und das kann man alles von ihr mitnehmen. Wahrscheinlich werden mir gewohnheitsmäßig verschiedene Gedanken in den Kopf kommen, was ich jetzt eigentlich machen müsste. Und dann wird mir ganz schnell einfallen, dass das jetzt ein anderer macht. Und ich glaube, das wird mir sehr gut gefallen. Und dann schauen wir mal.